Herzlich willkommen, ihr Lieben. Es ist wieder Zeit für Pilates. Wir machen heute ein Power-Workout für die Problemzonen. Wir begeben uns einmal in Rückenlage. Atmen einmal tief durch, strecken den Rücken ganz lang und rollen einmal nach hinten, zieht die Schulterblätter auseinander und rollt euch nach oben. Einmal nach hinten und den Rücken ganz gerade machen. Atme ein und atme aus. Noch einmal, bereite dich hier gut vor, mach den Rücken ganz rund. Und aus. Dann löse einmal die Arme von den Knien. Und wir atmen ein, kommen zurück. Über Kopf atmen hier einmal ein. Und atmen aus, zieh dich nach oben. Und roll back nach hinten. Einatmen und aus. Mit aller Kraft nach vorne ziehen. Komm nach hinten. Über dem Kopf einatmen. Und aus. Jedes Mal ziehst du den Bauchnabel zur Wirbelsäule. Atmest über dem Kopf ein. Und mit langgestreckten Armen schiebst du dich nach oben. Und wichtig ist bei dieser Übung, wollen immer die Füße von der Matte abheben, wenn ihr auf dem ganzen Weg nach oben seid. Das kenne ich, das Problem. Aber versucht die Füße richtig, richtig fest in die Matte zu drücken und euch jedes Mal aus der Bauchkraft nach oben zu ziehen, zu drücken, alles geben, richtig schön den Bauch arbeiten lassen. Atme ein und aus. Komm nach hinten. Letztes Mal tief einatmen und aus. Komm einmal zurück, halte hier 45 Grad und dann roll back. Mach hier noch ein paar Mal mit jeweils diesen kleinen Stopps. Wir ziehen uns zurück, halten kurz und rollen den Rücken tief. Komm nach oben, atme aus, beug dich zurück und roll back. Komm nach oben, nach hinten lehnen und roll back. Noch ein paar mehr. Lass den Bauch richtig schön arbeiten. Lass ihn richtig brennen. Power Pilates. Rollback. Und über Kopf einatmen. Ausatmen nach oben. Gerader Rücken. 45 Grad. Und dann zurück. Die letzte Runde hier. In dieser Position. Rollback. Und einmal ganz kleine, auf halber Höhe. Zieh und arbeite jetzt richtig in den Bauch. Die letzten 4, 3, 2 und komm zurück. Mach dich einmal schön lang. Alles ein bisschen auslockern. Atme ein und aus. Und dann hol dir mal ein Bein zu dir ran. Du kannst das Bein, andere Bein gerne aufstellen. Wir fangen hier an mit einem Single Leg Circle. Wir kreisen unser Bein hier im Hüftgelenk, ja? Und dabei seid einfach ganz ruhig mit dem Oberkörper. Die Hände können flach neben euch liegen. Ihr zieht den Bauchnabel zur Wirbelsäule. Es findet eine richtig, richtig schöne Zentrierung hier statt. Aus der Körpermitte heraus
wird gearbeitet. Nur das Bein kreist hier im Hüftgelenk. Ein paar schöne Runden. Lasst euer Bein richtig gerade. Atme ein und aus. Ein und aus. Die letzten vier. Drei, zwei und der letzte. Halte noch einmal hier oben. Zieh dich einmal mit den Armen nach oben. Halte dein Bein. Atme ein und aus. Ein und aus. Für vier, drei. Ich weiß, das Bein kann jetzt schon ein bisschen wehtun. Zwei und lösen. Einmal die Beine ganz gerade auslockern. Gerne ein bisschen ausstreichen oder auch mal über Kopf. Arme und Beine strecken tut immer sehr gut. Und dann kommen wir nach oben. Stell das Bein aus und löst das andere Bein von der Matte. Wir machen wieder Single Leg Circle. Und hier mach die Bewegungen nur so groß, solange du die Bauchspannung hältst. Ja? Also wir müssen keine Riesenkreise machen. Kleine, saubere Bewegungen sind hier auch sehr, wären hier sehr zum Vorteil oder sind hier sehr wichtig, weil wir arbeiten aus der Körpermitte heraus. Zieh den Bauchnabel nach innen. Lasst euer Bein ruhig. Arbeitet aus dem Hüftgelenk. Wichtig ist, dass das Bein gestreckt ist. Mal ein und aus. Ein und aus. Ein und aus. Die letzten vier, drei, zwei und dann halte noch einmal hier und schieb nach vorne und zurück. Halte dein Bein noch mal. Ich weiß, es kann ein bisschen brennen jetzt. Zieh nach oben, zieh den Bauch zur Wirbelsäule. Gib nochmal richtig Gas hier für den Bauch. Atme ein und aus. Ein und aus. Ein und aus. Die letzten vier. Lass den Bauch flach. Drei. Zwei. Und der letzte. Lösen. Einmal die Beine ganz lang machen. Wir atmen ein über Kopf. Strecken alles mal voneinander. Und dann kommen wir mit geraden gestreckten Beinen und langen Armen nach oben. Wir gehen einmal auf die Seite und werden ein bisschen die seitlichen Problemzonen bearbeiten und den Hintern und die Oberschenkelaußenseite. Legt euch mal mit dem Arm ganz flach auf der Matte ab. Das untere Bein anwinkeln 45 Grad und das obere Bein geht hoch und tief. Nach oben und unten. Legt euch hier einfach ganz gemütlich ab. Lasst den Nacken lang. Komm hoch und tief. Up and down. Versuch auch hier den Bauchnabel nochmal richtig zur Wirbelsäule zu ziehen. Nach oben und unten. Up and down. Die letzten vier hier mit richtig schönem geraden Bein.
Schaut, dass das Bein in Verlängerung des Körpers und die Fußspitze nach außen zieht. Letztes Mal halte einmal oben und dann zieh dir einmal das Bein zu dir ran und schieb weit nach oben. Zu dir ran und weit nach oben. Und schieb. Wunderbar. Halte hier die Spannung für deine Außenseite, für den Hintern. Halte durch. Power Pilates. Und letztes Mal, bleibt noch einmal hier oben einen kleinen Single Leg Circle on the side. Hier an der Seite kreist du noch einmal dein Bein richtig schön. Lass es brennen. Lass den Hintern arbeiten. Letzten 4, 3, 2 und lösen. Wunderbar. Wir schieben uns einmal nach oben. Kommen hier auf die Seite. Das Schultergelenk ist unter dem Arm und wir schieben uns hier nach oben raus. Und ihr dürft euch hier gerne richtig gut einrichten, dass ihr hier stabil seid und die Hüfte nach oben rausschiebt. Wir gehen up and down. And up and down. Für die Taille, für die Seite, ja? Kommt tief und hoch. Tief und hoch. Und ab. Und zieh auch hier den Bauchnabel richtig gut zur Wirbelsäule. Wenn du möchtest, kannst du einen Arm zusätzlich mitnehmen. Komm hoch und tief. Streck dich und zurück. Die letzten 4, 3, 2 und lösen. Einmal oben halten und tief. Wunderbar, wir gehen auf die andere Seite. Einmal wechseln. Mach dich ganz lang. Wir ziehen wieder ein Bein nach vorne. Legen den Nacken ab. Und wir gehen hier wieder mit dem geraden Bein hoch und tief. Hoch und tief. Up and down. Hoch, tief. Down. Lass dein Bein richtig schön gerade bis in die Fußspitze gestreckt. Nach oben und unten. Hoch und tief. Halte durch. Zieh nach oben und tief. Up, down. Wir wollen ja ein bisschen die Problemzonen bearbeiten. Den Hintern, die seitliche Beinmuskulatur wird gestrafft durch diese Übung. Lass das Bein richtig schön gerade. Zieh den Bauchnabel nochmal fest zur Wirbelsäule. Wir wollen hier richtig Spannung. Und in der Taille passiert auch was. Jedes Mal, wenn wir unser Bein strecken, wird sie angespannt. Also hoch und tief. Die letzten hier. Up, down. Für 4, 3, 2. Und der letzte. Einmal nach vorne und zurück. Hol dir das Bein vor und streck. Atme ein, atme aus. Jedes Mal mit Spannung dein Bein wegstrecken. Ich weiß, es ist anstrengend. Die Seite arbeitet, der Hintern. Aber was tut man nicht alles? Power Pilates. Halte durch, zieh nach oben. Komm vor und zurück. Die letzten 4 versprochen. 3, 2. Letztes Mal, halte noch einmal Single Leg Circle, seitliches Zirkeln mit dem Bein. Versuch noch einmal den Bauchnabel zur Wirbelsäule zu ziehen. Letzten 4, 3, 2 und perfekt, lösen, super.
Aua, tut ein bisschen weh, ist okay, darf es auch. Und wir schieben uns einmal für unsere letzte Übung nach oben. Bleibt hier auf der Seite, kommt tief und hoch. Tief, hoch. Ab. Hoch. Tief und hoch. Atme ein und aus. Ein und aus. Wenn du jetzt möchtest, nimm den Arm vor und seit. Hoch und tief. Streck dich. Bleib richtig schön angespannt. Zieh den Bauch noch einmal fest ein. Die letzten 4, 3, 2 und der letzte. Einmal lockern. Kommt mal zur Mitte. Atmet einmal tief ein und aus. Die Schultern nach hinten kreisen. Den Nacken ein bisschen lockern. Gerne mal ein paar Sekunden auf einer Seite lassen. Und die andere Seite. So, ihr Lieben, wir haben es geschafft. Das war das Power Pilates Workout für die Problemzonen. Ich hoffe, euch ist ein bisschen warm geworden. Macht's gut, bis bald.